Liebe Zuschauer, seit Monaten eine US-Dollar-Stärke, revidierte Gewinnprognosen um 5-6% vor der Berichtssaison und ein fast beispielloser Wahlkampf. Dennoch, der S&P 500 ist auf Allzeithoch. Was spricht eigentlich fundamental wie charttechnisch dafür und wo bleibt der DAX dabei? Das besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Erd. Es überrascht vielleicht nicht jeden, aber dennoch, der S&P 500 ist aktuell auf Allzeithoch. Was spricht denn da fundamental eigentlich jetzt überhaupt für ihn? Denn die bisherige Berichtssaison, die Stärke des Dollar, auch der Wahlkampf kann es nicht unbedingt sein. Ja, okay, fangen wir mal beim Wahlkampf an. Das hat man ja auch letzte Woche. Da ist natürlich so ein bisschen dieses Thema Wahljahre, wo nochmal Wahlgeschenke kommen. Das könnte durchaus ein positiver Faktor sein, wobei wir hier natürlich für Unsicherheit haben. Die Trump-Karte, das wird ja so ein bisschen mit dem Brexit verglichen. Aber man muss natürlich auch sagen, die USA ist weit genug weg von den anderen Herden. Also gerade das Thema Brexit hat in den USA nur kurzfristig eigentlich für ein bisschen Verunsicherung gesorgt. Dann hat sich schnell gelegt. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt das berühmte TINA-Prinzip in Amerika. There is no alternative. Wo soll das Geld investiert werden? Auch gerade in Amerika, wo natürlich eine ganz andere Aktienkultur ist, wo Aktien auch als Altersvorsorge genutzt werden über die Pensionsfonds. Da wird halt laufend in Aktien investiert. Und die Aktie ist so gesehen auch, wenn natürlich die Unternehmensgewinne zurückgehen, KGVs hochgehen, immer noch die attraktivste Möglichkeit. Es gibt auch dort das Thema Zinsen. Wir haben zwar noch Zinsen, aber die sind auch so gering, dass es für die meisten keine Alternative ist. Und wenn man sich das mal anschaut, in Amerika wurde eine halbe Billion Dollar wird dort ausgeschüttet an Dividenden. Also man ist sehr, sage ich mal, bei Dividenden, die Unternehmen sind dort sehr spendabel und das wird natürlich auch honoriert. Und zum anderen sind auch viele Unternehmen dabei, die über sehr viele Cashvermögen verfügen, die auch nicht wissen, was sie damit tun sollen und im Endeffekt dadurch ihre Aktien wieder zurückkaufen. Also sehr viele Aktienrückkaufprogramme, die natürlich auch nochmal den Aktienkurs stützen. Also die Hosse befeuert die Hosse. Was können wir denn aus charttechnischer Sicht an Unterstützungen und künftigem Kurspotenzial, abgesehen von der fundamentalen Seite, mit ableiten? Ja, das ist ganz interessant. Also die 2100, das ist eigentlich die Marke jetzt im S&P 500. Wir haben das jetzt hier auf ein Jahr und wenn ich jetzt mal 2100 hier versuche einzuzeichnen, ich glaube, das ist schon sehr deutlich. Wir sind des Öfteren immer bei dieser 2100 abgeprallt und jetzt haben wir den Bewegung darüber geschafft. Wir sehen hier kurz, das war das Brexit-Thema, aber das wird ganz schnell schon wieder verdaut von den Märkten und jetzt sind wir über die 2100 und das auch nachhaltig bisher, also mit den neuen Rekordhochs. Und das befeuert natürlich das Ganze. Und wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wir haben hier eine Trading Range von 1800, die können wir nach oben interpolieren. Das heißt, da ist durchaus ein Potenzial von 300 Punkten auf Basis von technischen Analysen. Also das ist wirklich hier auch die entscheidende Marke, die 2100. Die muss natürlich stehen, wenn wir da drüber bleiben, gibt es weiterhin positive Signale für einen weiteren Anstieg im S&P 500, zumindest auf der technischen Seite. Also Befreiungsschlag über der 2100 mit Potenzial noch von 300 Punkten. Wie kann man aber auch jetzt Risiken minimieren, zum Beispiel das Risiko eines False Break? Wir hatten ja im April zuletzt schon mal dieses Hoch von 2100 Punkten, beziehungsweise kurz vor dem Brexit nochmal. Da ist ja aber vielleicht noch nicht die Nachhaltigkeit in Stein gemeißelt. Ja, was da ganz interessant ist, ist ja auch ein bisschen die Frage, wie viele Aktien tragen eigentlich so eine Hoss? Ja. Also das ist ja immer, manchmal sind es nur wenige Titel, die gerade einen Markt stark bewegen. Also wir denken vielleicht mal das an das Nasdaq-Problem sozusagen. Ja, genau. Und da gibt es ganz interessant, da gibt es die sogenannte Advanced Decline-Linie, wo man sich also das Verhältnis zwischen steigenden Aktien und fallenden Aktien anschaut und das Ganze fortführt in einer Summe. Wir haben das Ganze auch einmal als Chart dargestellt und das ist ganz interessant, weil das zeigt eigentlich deutlich, dass durch die Masse der Unternehmen, und das ist jetzt, wir haben es jetzt seit einem sehr langen Zeitraum, also 20 Jahre, und wir sehen seit 2010 eigentlich kontinuierlich einen Anstieg. Also das heißt, das Wachstum oder der Anstieg im S&P wurde mehrheitlich von den meisten Unternehmen getragen. Und dann hatten wir aber hier so in 2015, 2016 diese Seitwärtsbewegung. Und jetzt sind wir noch oben raus. Das heißt, auch das, was wir jetzt gerade gesehen haben, wird durch einen Großteil der Unternehmen oder Mehrheit der Unternehmen im S&P 500 bewegt. Und das ist das Entscheidende. Also es ist nicht eine Hosse, die nur auf wenigen Titeln beruht, sondern es ist wirklich eine Hosse, die von der Mehrheit getragen wird. Und das ist durchaus ein recht positives Signal, dass es auch nachhaltig sein könnte. Also eine Hosse, die breit angelegt ist, die nachhaltig sein könnte. Wenn wir da jetzt mal auf den deutschen DAX schauen, unseren Leitindex hier, da sind wir von einem Allzeithoch noch, naja, mal 20% locker entfernt. Nun hat hier, Sie haben schon erwähnt, der Brexit gerade zuletzt deutlich stärker aufgeschlagen, als es im S&P 500 war. Aber man sieht hier auch, wenn man sich rot den DAX anschaut, gerade 2016
klafft die Lücke immer weiter auseinander. Ja. Was kann denn jetzt mal den DAX als Kurstreiber bringen? Ja, man muss ganz klar sagen, dieses Auseinanderklaffen, das ist auch ein Zeichen dafür einfach der Unsicherheit. Und wir haben natürlich in Europa, nicht nur durch den Brexit, wir haben jetzt auch das Thema natürlich der italienischen Banken, Zinsproblematik, also EZB-Politik, und es gibt so viele Themen, die dort einfach Unsicherheit reinbringen. Und Unsicherheit ist immer etwas, was für den Markt und für die Märkte schlecht ist. Und das sehen wir halt. Mit dieser Unsicherheit haben wir uns da getrennt. Man muss natürlich auch sagen, ganz klar, das Thema Aktienkultur ist in Deutschland bei weitem nicht so, wie es im angelsächsischen Raum ist. Also man hat es ja auch beim FTSE gesehen, der den Brexit ja eigentlich nahezu unbeschadet verkraftet hat und wieder an Stärke gewonnen hat. In Deutschland ist es so, natürlich die Mehrheit der Aktien wird in ausländischer Hand gehalten und dort sind die Bewegungen dann auch schneller und wenn man natürlich sieht, dass der Heimatmarkt gerade viele Asset Manager, die aus dem Bereich aus Amerika kommen, sehr gut läuft, dann zieht man einfach Gelder ab aus Europa und natürlich da auch aus Deutschland und investiert die dann im eigenen Land und so kommt es zu starken Bewegungen kommen. Wenn in Amerika kontinuierlich Aktien gekauft werden, ist es in Deutschland dann doch eher so, dass es große Institutionelle sind, die dort den Markt bewegen und wenn man sich da von einem Land oder von einem Kontinent ein bisschen verabschiedet, dann kann es schnell dazu führen, dass die beiden Indizes so weit auseinanderlaufen. Ist die Conclusio, dass man am besten sozusagen zumindest in diesem Jahr, in diesem Sommer mit den US-Börsen über den Sommer kommt? Also man kann zumindest sagen, da wo die Unsicherheit geringer ist, ist es attraktiver und so gesehen ist der amerikanische Markt natürlich sehr attraktiv. Man muss ein bisschen überlegen, wenn man in US-Titel investiert, also sei es einzelne Indizes, das Währungsthema, was da natürlich auch mal nochmal eine Rolle spielt. Aber das ist ja auch mal wichtig in das Thema Streuung und ich glaube einfach, dass ob es Amerika oder andere Länder sind, diese Börsen in den deutschen Depots sehr stark untergewichtet sind oder viel zu gering gewichtet sind dafür, dass eigentlich Amerika auch sozusagen der Weltwirtschaftstreiber ist oder der Motor ist. Man sollte einfach auch darüber nachdenken, müsste ich sowas nicht viel stärker in meinem Portfolio gewichten, nicht nur auf den Home Bias, wie es so schön heißt, also auf die Aktien, die man kennt, im Heimatland setzen, sondern vielleicht auch mal wirklich über den Atlantik schauen und schauen, ob das nicht auch in meinem Depot Sinn machen könnte. Okay, das tun wir jetzt gemeinsam. Sie sagen, es gäbe die Möglichkeit zum Beispiel, einen Turbo-Call-Optionsschein auf den S&P 500 jetzt ins Depot zu nehmen, Laufzeit bis zum Jahresende, über die Präsidentschaftswahl quasi hinaus, aber nicht bis ins nächste Jahr hinein, denn da sind die Wahlgeschenke dann vielleicht schon wieder Geschichte. Genau, also das einfach mal ein Beispiel, natürlich jetzt nicht als klassische Anlage, sondern als spekulatives Instrument. Ja. Wir haben hier jetzt einen Hebel von 6,8, um einfach zu sagen, ich möchte damit an diesem weiteren Anstieg partizipieren. Die Barriere haben wir jetzt da gewählt, 18,25, wo wir gesagt haben, da ist unten die Trading Range. Also wenn es da runter geht, dann haben wir wirklich noch, dann ist die ganze Hausse schon lange vorbei. Ja. Man sollte natürlich, und das ist ganz wichtig, die 2110 im Auge behalten, da sollte... Ob die nachhaltig hält. Wenn es da runter geht, sollte man immer aufpassen und sollte dann überlegen, man kann natürlich sehr aggressiv ist auch sagen, ich wähle mir gleich einen Turbo, der irgendwie um die 2100 ist, als Stop-Loss-Marke, weil wenn er dann da runter geht, ist vielleicht ein Zeichen, dass wir dann doch nicht die weitere Erholung sehen. Also das ist eine Möglichkeit, entscheiden wirklich die 2100 hier, in Anführungszeichen relativ konservativ und natürlich das Thema Wahlkampf geht hier mit rein von der Laufzeit. Da muss man auch immer schauen, ganz wichtig, so ein Produkt kauft man nicht und legt sich in sein Depot. Wenn man mit Hebel dabei ist, jeden Tag schauen und jeden Tag überlegen, gibt es Nachrichten, die den Markt so beeinflussen könnten. Und gerade wenn man in einer Position vielleicht im Gewinn ist, mit Stop-Loss immer wieder absichern. Wichtiger Hinweis, mit Stop-Loss immer absichern und auch jeden Tag, gerade bei so einem Turbo-Optionsschein, nachschauen. Das Ganze gibt es natürlich auch als Put-Optionsschein. Genau. Da ist der Basispreis deutlich entfernt von dem, was wir auch jetzt als neues Allzeithoch generiert haben. Der Abstand zur Barriere ist die andere Richtung ähnlich, der Hebel ähnlich, die Laufzeit gleich. Also das ist nur quasi das Pessimistische. Das wäre vielleicht auch interessant, wenn man sieht, dass wir unter die 2100 gehen. Also dann vielleicht sagen, okay, Pulver erstmal trocken halten. Aber wenn es darunter geht, gute Möglichkeit, dass die Bären dann doch wieder die Oberhand haben. Und dann kann man sich natürlich sehr gut da positionieren. Ja, Hüppe, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, der S&P 500 hat ein neues Allzeithoch generiert. Jetzt ist aber die Frage, ob er nachhaltig über der 2100-Punkte-Marke bleibt. Schon mehrmals in diesem Jahr hat das nicht geklappt. Fundamental spreche einiges für den Index, aber auch vor allem charttechnisch. Und vor allem charttechnisch sieht man noch ein Potenzial von 300 Punkten, analysierten die technischen Analysten der HSBC. Wir fassen das Ganze gerne nochmal für Sie zusammen und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen.